du machst Stand-up, wo eigene Noten hat und irgendwie so eine Frische hat. Es ist wahnsinnig lustig. Ja, das habe ich vom Dominik Deville übrigens, bei meinem allerersten Auftritt, eben in der Rampensau. Er hat mich nicht einfach auf die Bühne geschickt, sondern er ist selber zuerst auf die Bühne gegangen und hat gesagt, hey, wir haben da einen, es ist sein allererster Auftritt. Er hat mich auf die Bühne geholt, dann hat es so 2-3 Minuten ein Interview gegeben und nach dem Auftritt hat er mir gesagt, hey, look, also Glanz und Gloria ist zufällig an diesem Tag dort gewesen und so, dann hat es so ein bisschen Interviews gegeben. Dort hat er auch gesagt, look, du musst einfach deinen eigenen Stil finden, du musst deine Stimme finden sozusagen, wie möchtest du reden, wie willst du überkommen. Und das, in die Richtung habe ich dann auch nochmal recht viel halt überlegt und habe mich entschieden, den Nervösen zu spielen, weil ich dann, wenn ich wirklich nervös bin, passt das auch gerade. Und jetzt mittlerweile tut sich das auch widerlegen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr, kann ich mehr zeigen. Also weißt du, wenn du bei einer Mixed-Show als Newcomer dabei bist, dann kannst du das noch machen, weißt du, okay, ich darf da jetzt auch dabei sein, aber wenn ich jetzt auf einer Tour bin, angekündigt oder irgendwo eingeladen bin, persönlich, dann kommt es komisch, wenn man so tut, als wäre man irgendwie deplatziert oder eben das so spielt, sondern jetzt finde ich mich immer mehr und ja, über das habe ich mir gar nie Gedanken gemacht, bis eben der Dominik das gesagt hat. Wo du den Nervösen gespielt hast, ist eben sehr glaubwürdig gewesen, weil eben wahrscheinlich die Nervosität, die du hast, hast du noch weitergespielt. Ja, voll. Aber, als ich dann eben die Videos gesehen habe von deinen Rap-Battles, habe ich gemerkt, der Typ kann ja gar nicht nervös sein. Vielleicht ist es ein bisschen, aber ich habe dann gemerkt, auch das ist eine Bühnenfigur. Und allein so Sachen sind für mich wahnsinnig. Also sind für mich nicht wirklich zum Fassen. Weil ja. andere treten 10 Jahre auf und spüren dann mal ein bisschen, was ihre Bühnenfigur könnte sein. Weil die Menschen sind sich auch noch nicht wirklich bewusst, dass wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, man macht Sketch-Comedy, dann ist ganz klar, die Person verkleidet sich jetzt als jemand anders. Ja? Mhm. Oder man geht sowieso schon als Figur auf die Bühne mit einer Perücke, also zum Beispiel die Regula, wo Helga Schneider genau, spielt. Ja. Oder? Das ist ganz klar eine Bühnenfigur. Ja. Was sich die Leute aber nicht bewusst sind, ist, dass beim Stand-up man auch ein Stück wie eine Bühnenfigur ist. Ich bin ja jetzt, wie ich da sitze, bin ich ja auch nicht, wie wenn ich auf der Bühne bin. Und du auch nicht. Nein, klar. Und das finde ich das Faszinierende daran, dass du oft schon mit dem ersten Auftritt eigentlich schon gewusst hast, wie das wird. Ja, also das ist im Fall etwas, was ich besser kann als das grosse Ganze. Ich bin immer mega schnell in den Details und so in dem Feeling von dem Moment und habe dann das Grosse und Ganze an mich nicht. Ich weiss nicht, wie ich zum Beispiel meine 10 Minuten soll beenden soll. Ich habe bei den Swiss Comedy Awards dieses Jahr habe ich heute die Eröffnung dürfen machen und beim Soundcheck den Soundtyp hat es nicht so lustig gefunden, dass ich einfach so ein planloser Sieg bin eigentlich. Ich komme so auf die Bühne und so, okay, was kannst du machen? Ich so, ja, soll ich mal das Leuteste machen, was kommt? Und er so, also komm, ist so bei den Regeln schon parat. Und ich so, guten Abend miteinander. Und er so, okay, ja, das wäre es gewesen für mich. Hast du noch irgendwie ein Abschlusswort oder so? Was sagst du, bevor du abgehst? Und ich so, das wäre es gewesen von mir. Das sind so die Sachen, wo ich mir zum Beispiel nicht so viel, weißt du, nicht so konstruieren und einfach passieren lassen, aber so den Moment spüren und so. Ich glaube, ich habe dir das mal erzählt mit dem Applaus-Sound, den ich einmal gelesen habe. Ja, das musst du erklären. Also, wenn du etwas Neues schreibst, es gibt 100 verschiedene Arten und Weisen, wie man das Material erarbeitet. Ja? Mhm. Und es gibt klassisch auf ein Papier schreiben, es gibt Notizen, es gibt Text Wort für Wort, es gibt auf der Bühne arbeiten mit Improvisation, wo man aber schon einen Plan hat. Es gibt wirklich, es gibt kein richtig und es gibt kein falsch und es ändert sich auch immer wieder, bei mir zumindest, wo ich merke, ich mache so ein bisschen alles. Und du hast aber etwas ganz Spezifisches. Du stellst dir vor, ich sage es jetzt richtig, oder? Wie du auf der Bühne bist und dann, was machst du denn? Also, ich gehe auf YouTube und dann gebe ich dort ein Applaus-Sound und dann gibt es so das erste Video, das kommt, ist so ein 14-Sekunden-Clip, wo einfach nur so ein Soundeffekt ist von irgendeinem Saal mit, ich weiß nicht, vielleicht 50 bis 100 Leuten oder so. Und das habe ich so angefangen irgendwann, dass ich einfach den Applaus-Sound 14 Sekunden lang Play drücke und das höre und dann klingt der Applaus-Sound so aus und in dem Moment spürst du dann so, wie die Energie im Raum sein wird und dann denkst du, okay, was jetzt? Und dann kommt etwas und dann tue ich das einfach so ausrollen und von dort weiter arbeiten und mache einfach Sprachnotizen anstatt aufschreiben. Eben, du überlegst dir dann in dem Moment, was müsste ich jetzt sagen, damit es lustig wird? Ja.
Und wahrscheinlich ist die Methode von sich das so visualisieren, macht wahrscheinlich auch mehr Sinn, als wenn man einfach sich etwas aufschreibt und denkt, das könnte noch lustig sein und dann ist es nicht. Weißt du, was ich meine? Es ist einfach mega schwierig für mich, mir das vorzustellen, wenn es auf Papier ist. Es ist wie ein bisschen tot. Also weißt, du müsstest ja mündlich schreiben und so, und es darf nicht so ausformuliert sein und es muss ein bisschen ein Ä und M und so muss noch drin sein, irgendwie, finde ich. Und wenn du es schreibst, dann ist es irgendwie komisch, weil du stehst dort und du musst reden vor den Leuten. Mhm. Und ich muss mir dann das genauso vorstellen, wie ich vor den Leuten stehe, wie ich ins Publikum schaue, wie sie mich anschauen. Und dann kommt es erst. Ich finde es faszinierend. Und es ist wirklich, es ist komplett anders als irgendjemand sonst schafft, den ich kenne, geschweige denn ich. Aber du hast auch in dieser Zeit schon wahnsinnig viel Material erarbeitet, wo ich auch nicht genau weiss, wie du das immer gemacht hast. Ja, eben immer mit der Situation. Es war ja immer situationsbezogen, immer der Anlass, das ein bisschen angeschaut, an welchem Ort ist es, wie viele Leute hat es und was ist überhaupt der Rahmen. Weil ich finde einfach, dass die Leute ein bisschen mehr involvieren ins Ganze. Man muss nicht mega in die Meta-Ebene, aber ich tue gerne über das reden, was gerade passiert. Also bei dem zweiten Auftritt beim Charlie's Comedy Club habe ich auch darüber geredet, dass ich eben Newcomer bin und der Unterschied zu den anderen Künstlern ist, dass ich 100% weniger Gage bekomme und so. Und das einfach so die Sachen mit einbeziehen und das Publikum, also eine Interaktion machen, die aber nicht wirklich verbal ist zwischen uns. Es ist einfach so ein Gedankenspiel. Ich spinne einen Gedanken und dann denken sie sich schon den Rest und dann kommt doch etwas anderes. Also ich tue das gerne so, die Leute mit einbeziehen, anstatt einfach auf die Bühne gehen und sagen, letztens bin ich im Kino gewesen und dann einfach irgendeine Story erzählen, die dann wie so eine Wand aufzieht zwischen mir und den Leuten. Ja, genau. Ich schaue einfach alles von dir ab und mache das Gegenteil. Das ist so. Das ist der beste Konzept.